Morgen zusammen. Heute Morgen würde ich gerne ein bisschen was über Kampfkunst oder Selbstverteidigung erzählen, weil mich immer wieder Leute fragen, was ich denn hiervon halt oder davon halt oder was ich mache und so weiter. Also, ich fange mal so an. Früher war das mit der Auswahl, was man für einen Kampfsport oder eine Kampfkunst macht, relativ einfach. Da hat man das gemacht, was im Ort angeboten worden ist. Das war meistens nur irgendwas Traditionelles. Ne? Karate im Verein, Judo im Verein, vielleicht Taekwondo. Und dann war Feierabend. Ja? Und es musste ja auch irgendwo in der Nähe sein, wo du hinlaufen konntest oder wo der Bus hingefahren ist. Oder wenn du viel Glück hattest, dass deine Eltern dich hingefahren haben. Aber das haben sie wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gemacht. Also war deine Auswahl relativ beschränkt. Und dann hast du eben mal jahrelang das gemacht, womit du angefangen hast. So, heutzutage ist das alles natürlich viel besser. Ja, du hast eine riesen Auswahl und erstmal gibt es ganz, ganz viel, nicht nur Vereine, sondern eben auch kommerzielle Anbieter, die es früher eigentlich so gut wie nicht gab. Zumindest nicht da, wo ich herkomme. Und natürlich online gibt es alles mögliche, Videos, DVDs, Bücher, ja. Früher, weiß ich noch, online gab es nicht. Das Internet war noch nicht vorhanden. Videos, da gab es VHS-Kassetten, ja, aber die musstest du, wenn du Glück hattest, aus Amerika bestellen. Und dann musstest du erstmal eine Zeitschrift haben, wo irgendwas drin stand aus Amerika, weil es gab ja kein Online. Na, du konntest nicht bei Amazon mal kurz irgendwie DVDs oder sonst was bestellen oder die online runterladen, streamen oder sonst was. Also ich weiß noch, ich habe meine ersten Bücher, ich glaube, die waren damals übers Karate, habe ich mir in der Bücherei ausgeliehen. Das waren diese Taschenbücher mit so bunter Farbe und ich weiß nicht mehr den Verlag, aber ihr kennt das, also die mein Alter sind, kennen diese Bücher garantiert noch. Ja? Und da hast du halt dann so diese Bildabfolgen gehabt, aus denen du nie im Leben eine Technik hättest rückentwickeln können, wenn du die Technik nicht sowieso schon gekannt hast. Also, es war abenteuerlich, ja? Auch dir selbst was beizubringen, das ging im Prinzip, war so gut wie unmöglich. Ja? So, heutzutage ist jetzt alles besser, ja? Jetzt habt ihr das Problem, dass ihr nicht wisst, womit ihr anfangen sollt, weil es so viel Auswahl gibt und keiner weiß, im Prinzip kann jetzt jeder ein Buch schreiben, ja? Über Kampfkunst oder Selbstverteidigung und du hast keine Ahnung, weiß der Typ tatsächlich, wovon er redet. Oder ist er einfach nur gut im Schreiben und Fotos machen und hat einfach mal die Eier gehabt und hat gesagt, ich mache jetzt ein Buch, bumm, so, Selbstverlag. Ja, du brauchst ja nicht mal mehr einen Verlag, der davon überzeugt ist, dass das, was du da produzierst, Hand und Fuß hat und sich verkaufen lässt. Du kannst es ja alles in Eigenregie machen. Ja, das heißt, nur weil jemand irgendwo ein Buch geschrieben hat, heißt es nicht, dass er was können muss. Früher war das anders. Ja, da gab es nicht viele Leute, die sowas gemacht haben. Da musstest du über den Verlag gehen. Der Verlag hat sich ganz genau angeschaut, wer du bist und was du kannst. Und das dann dementsprechend produziert. Ja, und selbst dann war, sag ich mal, die Qualität von dem Buch jetzt nicht so, dass du dir das jetzt selber beibringen können. Obwohl der es geschrieben hat, höchstwahrscheinlich wirklich Ahnung hatte von dem, was er da tut. Also es gibt immer Probleme, will ich damit sagen. Ja? Jetzt, es ist so viel Auswahl da, dass man nicht weiß, womit man anfangen will. Das Problem fängt aber eigentlich ganz woanders an. Das Problem fängt nämlich damit an, dass ihr euch gar keine Gedanken gemacht habt, was ihr denn eigentlich mit dieser Kampfkunst oder was auch immer ihr lernen wollt, anfangen wollt. Das heißt, warum will ich denn sowas lernen? Ja, und da gibt es ja verschiedene Gründe. Sportliche Betätigung, Disziplin, Selbstkontrolle. Sich verteidigen können, wenn man angegriffen wird. Weil man es zum Beispiel als Polizist für die Arbeit braucht. Ja? Weil man es als Soldat für den Einsatz braucht. Ja, und da kommen wir schon in ganz verschiedene Dinge rein. Also von Sport zu Kriegseinsatz, ja, das sind zwei Paar Stiefel. Da werden auch andere Sachen gelehrt und andere Grenzen gesetzt. Und wenn jemand jetzt was Sportliches machen will, ist er wahrscheinlich in einem militärischen Kampfkunst oder in einem militärischen Kampfsystem
sage ich mal besser, wahrscheinlich nicht so glücklich. Ja, weil es ihm vielleicht einfach zu hart ist, weil es ihm zu stumpf ist, zu einfach, nicht anstrengend genug, weil kein Wert so auf die Fitness gelegt wird, sondern eher auf andere Dinge. Ja. Fitness wird da eigentlich vorausgesetzt. Das macht man beim militärischen Nahkampf nicht innerhalb des militärischen Nahkampftrainings, sondern deine Fitness machst du halt, wenn du deine Fitness machst. Gut, jetzt gibt es aber so Dinge, die jetzt nicht so klar abgegrenzt sind. Ja, jetzt kommen wir mal zum Bereich Selbstverteidigung. Jetzt könnte man meinen, Selbstverteidigung ist halt Selbstverteidigung. Ja, wenn dich einer angreift, dann musst du dich verteidigen. Jetzt ist da aber doch nochmal ein ganz großer Unterschied dabei. Ja. Die Frage ist nämlich, es greift dich ja nicht einfach so einer aus heiterem Himmel an. Da ist ja immer eine Situation dahinter, die sich entwickelt hat. Ja. Und das, so weit schauen die meisten Leute gar nicht erst. Na? Im Prinzip, wenn du in eine Kampfsituation reinkommst, hast du ja schon ganz viele Sachen vorher falsch gemacht. Und ein guter Selbstverteidigungslehrer fokussiert sich eigentlich auf die 90% vor dem Kampf, um den Kampf zu vermeiden. Ja? Weil im Kampf, es gibt immer nicht nur den Kampf in der Selbstverteidigung, sondern es gibt drei Kämpfe. Ja? Es gibt den tatsächlichen, bum bum bum, ja? Nehmen wir an, den gewinnst du. Dann gibt es den rechtlichen, der kommt danach. Das ist dann, wenn der Typ, den du platt gemacht hast, dich verklagt. Ja? Oder die Polizei sagt, hier, schwere Körperverletzung oder sonst irgendwas. Und dann musst du erstmal beweisen, dass das alles rechtens war, was du gemacht hast und hoffentlich war es das, weil sonst verlierst du nämlich den zweiten Kampf. Und dann kommt der dritte und das ist dein innerer Kampf. Dann musst du vor dir rechtfertigen können, was du dem anderen Typen angetan hast. Wenn er es verdient hat und du das alles sauber war, gar kein Problem. Ja. Aber manchmal ist es dann eben vielleicht doch nicht ganz so einfach. Ne. Vor allem, wenn du dann in bestimmte Systeme reinkommst, die halt auch Waffeneinsatz trainieren. Messer zum Beispiel. Ja. Weil du hast mal ganz schnell ein Messer dabei, weil du willst dich ja verteidigen können im Notfall. Und das Problem ist immer, wenn du mit was trainiert hast und du hast es dabei und du kommst in eine Stresssituation, wir kennen den Spruch, ja, wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und dann ziehst du halt dein Messer und machst was, weil du dich jetzt verteidigen musst. Und mit so einem Messer ist halt auch mal schnell was wirklich Schweres angerichtet oder da stirbt jemand. Auch wenn das in dem Moment vielleicht weder deine Absicht so wirklich war, noch, dass das gerechtfertigt wäre rechtlich. Ja. Und da kommen wir dann eben in Probleme rein, wo ihr wissen müsst, bis zu welchem Level bin ich denn bereit zu gehen und in was für Ausgangssituationen, denke ich, halte ich mich öfters auf, sodass ich denke, dass ich sowas brauche. Ja. Weil ein so ein Ding ist halt das, ja, ich gehe ja immer Freitag, Samstag weg, ja, und dann wird auch was getrunken und dann bin ich in Clubs oder was auch immer, wo auch alle irgendwie trinken oder auch irgendwelches Zeugs nehmen, ne, wo sie nachher ein bisschen aggressiv werden oder auch mal ein bisschen mehr aggressiv werden. Und ja, da habe ich Angst und da will ich mich halt verteidigen können, wenn mich einer anmacht oder so, ja. So, erstes Problem, in so einem Laden hast du eigentlich gar nichts verloren dann. Ja, weil, warum willst du da sein? Wenn es da so gefährlich ist, muss man sich gut überlegen, ob man da wirklich hingehen will. Jetzt ab einem bestimmten Alter und so, ich weiß, dann da bleibt dir ja fast nichts anderes übrig. Ja, sonst kannst du ja gleich zu Hause sitzen bleiben und verkümmern. Also musst du ja schon irgendwie ein bisschen rausgehen und so. Alles gut. Aber dann müsst ihr euch sehr gut überlegen, was denn das für Konfliktsituationen sind, womit ihr da, mit was für einem oder dann halt eben mehreren Gegnern man da rechnen muss und wie man sich gegen sowas am besten schützt. Ob das tatsächlich mit einem Selbstverteidigungssystem ist, ja, also Schaden tut sowas natürlich nicht, ja, oder ob man zumindest parallel sollte man auf jeden Fall mal an anderen Sachen arbeiten. Ja? Also wie viele Freunde habe ich dabei, wie verständigen wir uns, wie unterstützen wir uns gegenseitig, bisschen an der eigenen Kommunikation arbeiten, ja, weil viele Dinge kann man einfach entschärfen,
auch bei jemandem, der Streit sucht, dass der dann halt sich für den Streit jemand anders sucht, weil ihr seid zu langweilig oder was auch immer. Ja? Also da gibt es ja verbale Arten der Selbstverteidigung, die super effektiv sind und auch, sag ich mal, viel sinnvoller sind, als sich nur aufs Körperliche zu fokussieren. Aber damit will ich es mal bei den guten Ratschlägen belassen. Ja? Ich habe ja selber auch Kampfkunst gemacht seit, wie lange jetzt? Keine Ahnung, 30 Jahre oder so. Ja? Also ich sehe schon den Sinn darin, dass man jemandem aufs Maul hauen können muss. Gut, ich sehe den Sinn mittlerweile nicht darin, dass man jemanden aufs Maul hauen können muss, weil, was ist denn das für eine Aussage? Ja? Du willst ja irgendwas beenden. Ja, du brauchst ja eine Lösung für ein Problem, die der andere, das Problem stellt dir der andere und du benutzt deine körperlichen Fähigkeiten als Lösung, weil diese Lösung dann angemessen und gerechtfertigt ist. Und nicht, weil du ihm aufs Maul hauen willst, weil er halt blöd kommt. Ja? So, weil sonst verlierst du nämlich den zweiten Kampf. Wenn dir einer blöd kommt und du haust ihn krankenhausreif, dann wird es vor Gericht schwierig werden. Ne? Weil heutzutage hat ja jeder Handys, es sind überall Überwachungskameras. Sich dann da rauszureden, ist nicht mehr so einfach wie vor 30 Jahren, ja, wo es dann Aussage gegen Aussage war. Okay, also, bei solchen Selbstverteidigungsgeschichten müsst ihr euch fragen, sind Sachen mit Waffen tatsächlich angebracht? Weil, wie gesagt, das kann schnell nach hinten losgehen. Ne? Weil wenn ihr eine Waffe dabei habt, bringt das nur was, wenn ihr auch bereit seid, sie zu ziehen. Wenn ihr bereit seid, sie zu ziehen, müsst ihr auch bereit sein, sie anzuwenden. Und wenn ihr das Messer anwendet am anderen, dann ist da halt mal schnell Feierabend bei dem. Ja? Und da müsst ihr halt erstens mal reif genug sein, dass ihr die Lage richtig einschätzt, auch unter Stress. Und gut genug sein, dass ihr das, was ihr dann angefangen habt, auch zu Ende bringt. Ne? Weil nichts Schlimmeres, als wenn ihr eine Waffe dabei habt, mit der ihr nicht umgehen könnt und sie euch aus der Hand fällt oder der andere sie euch wegnimmt. Oder ihr eskaliert eine Stufe zu hoch und der andere eskaliert dann mit. Und dann wird aus einem, ich gebe dir eine Ohrfeige, okay, verbale Deeskalation, ich sehe halt dann aus wie der Depp, ja, aber alle gehen friedlich nach Hause. Oder ich ziehe das Messer, er zieht das Messer. Ja, ist ja nicht so, als ob ihr der Einzige seid, der dann bewaffnet rumläuft. Die Frage ist, wie hoch eskaliert so ein Ding? Ja, und wer ist damit der Treibende? Okay, so, also, es gibt sehr viele verschiedene Kampfkünste, Kampfsysteme, Kampfsportarten schließe ich da jetzt mal aus. Ja? Nichts gegen Kampfsport, aber Leute, die Kampfsport machen, machen es aus einem anderen Grund normalerweise. Wenn sie den Kampfsport machen, weil sie sich selbst verteidigen können wollen, haben sie nicht weit genug gedacht. Ja? Weil Sportarten sind nicht primär dazu ausgelegt, euch verteidigen zu können. Außer im sportlichen Wettkampf, da könnt ihr euch natürlich verteidigen, aber eben nicht bei einem, sag's mal, Überfall. So, kommen wir auf den nächsten Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen sozialen Interaktionen, die in Gewalt ausarten irgendwann, also im Club oder so, und Überfällen, ja? Also zielgerichteten Angriffen, die als Grund entweder haben, also es gibt zwei Dings, das Predatorial Attacks, ja, das heißt, Predator ist ein Raubtier. Ja? Also im Prinzip, ich weiß nicht, wie ich Predatorial Attacks richtig übersetzen soll. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar gibt es entweder Process Predators oder Result Oriented Predators. Das heißt, der eine wird körperlich gewalttätig gegenüber jemand anderem, weil ihn die körperliche Aktion befriedigt. Das heißt, die Tatsache, dass er euch zusammenschlägt, ist das, warum er es macht, weil er das geil findet. Ja, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es Result-Oriented. Das heißt, die sind ergebnisorientiert. Das heißt, die wollen irgendwas damit bezwecken, mit diesem Angriff. Entweder euch kampfunfähig machen, damit sie nachher euch ausrauben können, oder da reicht dann unter Umständen auch schon bedrohen. Ja, also denen ist das Ziel wichtig. Ja, zum Beispiel bei einem Raubüberfall ist nicht die Gewalt das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich, eure Sachen zu kriegen. Wenn ihr euch da wehrt, resultiert das in Gewalt, weil das Ziel ist immer noch das, was er erreichen will.
Und er hat halt verschiedene Mittel zur Auswahl. Ja, wenn Drohen nicht reicht, ist er auch bereit, Gewalt anzuwenden. Wenn ihr ihm aber die Sachen gebt, dann ist für ihn damit die Gewaltanwendung nicht mehr notwendig. Ist ja auch für ihn mit Gefahr verbunden. Ihr könnt euch ja wehren und so weiter. Und es dauert alles länger. Ja. Also nimmt er das Geld und geht. So. Gegen jemanden, der aber die Gewalt anwendet, weil es ihm um die Gewaltanwendung geht und das auch nicht im Rahmen einer sozialen Interaktion, die sich so langsam hochschaukelt, ja, das nennt sich so im Fachbegriff Monkey Dance, ja, gibt es auch verschiedene Arten von, müsst ihr mal ein Buch von Rory Miller anschauen, Meditations on Violence, Superman, ja, der weiß wirklich, wovon er redet und er erklärt es vor allem auch in einer sehr schönen Art und Weise, dass es ein Laie versteht. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Bücher auf Deutsch gibt. Es wäre möglich, weil er wirklich schon sehr bekannt ist. Aber die englischen Bücher kann man durchaus, wenn man Englisch kann, auch verstehen. Ja? Man muss da kein Universitätsprofessor sein. Genau, also es gibt diese Arten von gewalttätigen Übergriffen. Ja? Und manche Kampfsysteme oder Selbstverteidigungssysteme sind eben mehr auf das eine oder das andere spezialisiert. Ja? Also die einen sind eher so auf dieses, was passiert denn so im Club mit diesem langsamen Hochschaukeln, ja, Deeskalation und so weiter, spezialisiert. Und andere sind eher darauf, du läufst auf einer dunklen Straße entlang und auf einmal springt dich jemand von der Seite an und greift an. Und dann ist mehr so dieses reflexartige, was mache ich denn jetzt tatsächlich in dieser Situation? Ja? Also da muss man dann auch gucken, was ist denn eher so das, was ich... Ja, jetzt ist die Frage, was ich will oder was ich brauche. Ja? Das sind ja manchmal auch zwei verschiedene Sachen. Ich will das, weil das sieht super aus. Ja? Taekwondo, Bruce Lee und Chuck Norris, ja, Drehkick, ja, alles gut. Fanden wir als Kinder super geil. Ja? Oh, durch die Luft springen. Also wenn da kein Sprungkick dabei ist, ist eine Kampfsportart nichts wert. Ja? Weil das ist einfach, da haut es die Typen im Film weg. Ja? Muss einfach gut sein. Und jetzt habe ich den Faden verloren, verdammte Scheiße. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Ja, ich hoffe es. Ansonsten, egal, wenn es mir wieder einfällt, komme ich noch drauf zurück, falls ich was Wichtiges vergessen habe. So, also sagen wir mal, das sind so die zivilen Dinger, wo man so abdeckt. Ja? Und jetzt gibt es eben, dann gibt es, okay, dann sagen wir mal, jetzt gibt es das, was professionelle Anwender machen. Ich sage mal, auch Türsteher sollten sowas machen, ja. Wo du halt auch Festlegetechniken hast, Verhaftungstechniken. Ja? Weil ich habe mal auch eine Zeit als Türsteher gearbeitet. Was ich da bei anderen Clubs gesehen habe, was da für Leute an der Tür stehen, die wirklich nichts können, also die können zuschlagen und das war's dann aber. Ja? Die können keinen Haltegriff, die können keine Festlegetechnik, die können keinen Hebel. Und das Problem ist dann kommt so ein Typ an, der komplett auf Speed ist, und dann kriegt er eine vom Türsteher und fällt um. Und 3 Sekunden später, pff, steht er wieder. Und kommt wieder. Und dann kriegt er wieder einen mit und fällt wieder um. Und das Spiel geht dann 10 Mal. Und der Typ bleibt einfach nicht liegen, weil der so auf Stoff ist, dass du dem in die Fresse hauen kannst. Wenn du den nicht halb tot schlägst, ja, steht er wieder auf. Und das hat der Türsteher dann halt auch gemacht. Ne? Der hat dem, also da habe ich auch schon gedacht, so, also, wenn der jetzt nicht mehr aufsteht irgendwann, dann steht er wahrscheinlich gar nicht mehr auf, weil er dann wahrscheinlich eine Gehirnblutung hat oder sonst irgendwas. Aber du hättest den ganz, ganz einfach, wenn er am Boden liegt, schnappen können, Haltegriff, Polizei anrufen. Ja, festhalten, bis die Polizei kommt, alles gut. Ja, viel weniger Gefahr für dich selber, viel weniger Gefahr für den anderen. Ja, weil erklär mal dem Richter, warum du als Türsteher arbeitest, wenn du nicht in der Lage bist, einen Einzeltypen, und der war echt, hey, halbes Gewicht wie der Türsteher, ne? Ist ja immer so dann, kleine Hunde beißen am lautesten oder so, weiß auch nicht. Naja, wie gesagt, wie erklärst du das dann, dass du das nicht kannst? Ne? Also wenn du einen Job hast als Polizist oder sonst irgendwas, wo du eben Leute auch festhalten und festlegen können musst, musst du auch ein System lernen, in dem dir sowas beigebracht wird. Ja? Und nicht nur draufhauen. Ja? So, wenn du jetzt zum militärischen Teil sogar gehst, da geht es ja wieder um was anderes. Ja? Da geht es um Leben und Tod. Geht es bei den anderen Sachen auch manchmal, aber da ist es, sag ich mal, klarer. Vor allem hast du da
eben auch eine andere Problematik, weil du nicht so wirklich die rechtlichen, sag ich mal, Hindernisse hast, dass du diesen zweiten Kampf nachher vor einem öffentlichen Gericht bestreiten musst, ja, sondern das wird halt dann militärisch abgehandelt, und wenn du irgendwo im Einsatz bist und du bist sowieso im Gefecht und dich greift einer an und die Waffe tut nicht und du musst jetzt irgendwas machen und dann machst du aus dem Kleinholz, dann wird dann keiner irgendwie nachweinen oder dir da einen Strick draus drehen. Höchstwahrscheinlich, ja, außer es ist wieder irgendwo politisch wichtig. Aber dann kannst du eh nichts machen. So. Das heißt, dann brauchst du wieder ein anderes System. Dann brauchst du nämlich vor allem auch eins, was du in relativ kurzer Zeit lernen kannst, weil die meisten Soldaten nicht die Zeit haben, in ihrer Freizeit höchstwahrscheinlich auch noch jahrelang auf irgendwas hinzutrainieren, ja? Sondern die brauchen halt was, was du in einer Art Kursformat mit Druckbetankung, ja, nach einer Woche schon einigermaßen drauf hast, dass du es anwenden kannst. Ja? So, ihr seht also, man muss sich als erstes mal überlegen, für Anwendungsfeld will ich das denn machen? Ja. Und militärischer Nahkampf, ja, ich steige gleich ganz oben ein, ja, weil wenn ich das kann, dann kann ich ja alles andere auch. Nein, dem ist nicht so. Beim militärischen Nahkampf lernst du halt nicht wirklich die sanfteren Methoden. Ja, und wenn du halt Vollgas einsteigst, weil dich einer beleidigt hat oder weil einer dich geschubst hat oder weil einer dann auch mal vielleicht zugeschlagen hat im betrunkenen Zustand, ja, der eigentlich nicht wirklich jetzt eine Lebensgefahr für dich darstellt, solange du noch nüchtern bist zumindest, sind dann die Sachen, wenn du die so anwendest, wie sie dir beigebracht worden sind, halt eher schwierig. Ja. Im zweiten Kampf dann. Und unter Umständen dann für dich auch im dritten, im Inneren. Ja. Weil wenn du nachher weißt, hey, du hast hier den Typen, der wird nie wieder so, wie er mal war. Und er hat eine Familie vielleicht, ja, und muss die versorgen und kann nicht mehr arbeiten. Und das alles nur, weil du, ich sag mal, überreagiert hast auf einen Betrunkenen, der dich dumm angemacht hat. Dann kannst du auch intern Probleme kriegen. Ja? Also Post-Traumatic Stress gibt es nicht nur, wenn du im Krieg warst. Gut. So, jetzt aber noch eine Sache dazu. Für den Anfang. Am Anfang kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ja? Selbst mit einem Kampfsport nicht. Weil umso stärker du bist, umso schneller du bist, umso beweglicher du bist und umso mehr Ausdauer du hast, umso besser kannst du nachher auch kämpfen. Ja? Wenn du zwei Jungs hinstellst und beide haben die gleichen technischen Fähigkeiten, aber der eine ist schneller, stärker und hat mehr Ausdauer, da ist ja nicht schwer abzuschätzen, wer von den beiden wahrscheinlich gewinnt. Den Glücksfaktor mal ausgenommen. Ja. So, das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, ihr aber unbedingt was machen wollt, dann macht was, wo ihr schneller, stärker und mobiler werdet. Und arbeitet an eurer Einstellung. Ja. Ganz wichtiger Spruch. Surprise, Speed, Violence of Action. Ja, heißt übersetzt so ungefähr: Überraschungsmoment, Geschwindigkeit und Kompromisslosigkeit. Kompromisslosigkeit habe ich aus einer E-Mail geklaut, die mir einer hier auf dem Video als Antwort geschrieben hat für das Krav Maga-Ding. Finde ich ein super Wort. Und ich glaube, das repräsentiert auch Violence of Action ziemlich gut als ein deutsches Wort. Ja. Kompromisslosigkeit. Also Überraschungsmoment ist klar, ja. Man muss einfach trainieren, überraschend anzugreifen. Schnelligkeit, selbsterklärend, habe ich ja gerade gesagt. Kraft, Geschwindigkeit ist alles von Vorteil. Ja. Aber jetzt der Hauptpunkt, Violence of Action. Kompromisslosigkeit. Kontrollierte Brutalität oder kontrollierte Aggression. Ja. Die ihr an- und abschalten könnt. Und zwar so. Ja, das heißt, alles friedlich, alles friedlich, alles friedlich. Ihr seht, es geht nicht anders. Bup, anschalten, bababab. Der Typ liegt, bup, abschalten. Ja, weil wenn er keine Gefahr mehr darstellt, brauche ich auch nicht mehr aggressiv sein. Dann kann ich wieder ganz entspannt sein. Dann kann ich tun, was halt getan werden muss. Polizei rufen, Erste Hilfe leisten,
mein Umfeld beobachten. Kann ja sein, dass er nicht alleine ist und so weiter. Ja? Das kann ich mit Tunnelblick und super Agro-Modus halt nicht. So, und das ist aber schwer, ja? Weil das braucht eigentlich Erfahrung. Was auch gut ist, ist natürlich Schmerzresistenz, Stressresistenz, ja? Auch Stressresistenz unter Schmerzen. Und das sind alles eben Sachen, die kann ich auch in anderen Kampfsportarten oder in vielen Systemen lernen, zumindest in Teilen. Ja? Und ja, ich selber habe auch lange nach was Passendem gesucht. Ja? Und man weiß halt eigentlich immer erst nach und nach, was man nicht will. Ja? Und dann arbeitet man sich dadurch so langsam auf das System hin, was man will. Zumindest damals, wenn man keine Ahnung hatte. So ist ja in vielen Sachen. Ja, Kompromisslosigkeit. Ja. Das ist eine Sache, an der kann man auch alleine arbeiten, weil das ist was, das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Wie weit bin ich denn bereit zu gehen, also jemand anderen zu verletzen, und in welcher Situation bin ich bereit, wie weit zu gehen? Ja, weil die meisten, die sich so für friedlich halten und ich kann doch keiner Fliege was zuleide tun und so weiter, also gerade Frauen, die sehen das auf einmal komplett anders, wenn es um ihre Kinder gehen würde. Also sich selbst zu beschützen, zu verteidigen, oh nein, oh ja, wird schon gut gehen. Und ja, wenn er mich schlägt, dann ich werde schon irgendwie durchkommen oder was auch immer. Aber wenn es dann heißt, ja, was ist, wenn er das mit deinen Kindern macht? Oh, haha, Freunde, da ist aber auf einmal das Messer draußen, ne, wenn eins da ist. Und dann ist der Typ Hackfleisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil Frauen kennen da nichts mehr. Und man muss sich das aber im Vorfeld klar machen. Ja? Weil vielen ist gar nicht klar, dass sie doch bereit sind, bestimmte Dinge, von denen sie sagen, oh, meine Grenze ist da, ja, dass das gar keine Grenze ist. Das ist nur eine Grenze in den Situationen, die sie sich bis jetzt vorgestellt haben. Und viele Leute haben überhaupt gar keine Ahnung, da sind wir wieder bei der roten Pille, ja, was denn in Deutschland so abgeht. Oder auf der Welt. Ja, ihr seid ja nicht nur in Deutschland. Ihr seid ja vielleicht auch mal im Urlaub irgendwo in Tunesien oder sonstigen schönen Flecken auf der Welt, wo kein Mensch hin will. Und da sieht Gewalt und Kriminalität halt anders aus. Ja, ist halt so. Ja, wenn ihr in Afrika Urlaub macht, jetzt nicht gerade, ja, Südafrika ist wieder ein Spezialfall, ja, also da kann ich ein eigenes Video drüber drehen über Südafrika. Aber nehmen wir mal Afrika irgendwo, was weiß ich, Kenia, eins von den Ländern, die schöne Natur haben und billig sind, weil da wenig Touristen hingehen. Aus gutem Grund. Und dann lauft ihr da rum mit euren Turnschuhen für 200 Euro. Und 200 Euro ist das, was einer von denen, der einen Job hat, vielleicht im Jahr bekommt. Ihr lauft mit dem Jahresgehalt an den Füßen darum. Und wenn ihr noch eine Uhr anhabt, ja, hier sowas wie ich, ne, hat ja Sportler, hat ja sowas mal, ne, kostet auch mal locker 500 Euro vielleicht, ne, dann sind das halt, oder auch mehr, dann sind es halt mal 2 oder 3 oder 5 Jahresgehälter von so einem Typen da, wenn er einen Job hat. Ja, die meisten haben ja keinen. Für die sind es auch 5 Jahresgehälter, aber die haben halt sonst nichts, ne? Und die überlegen sich, wie sie auch ihre Kinder morgen durchfüttern sollen. Und ihr glaubt doch nicht, dass da unten euer Leben irgendwas wert ist. Die bringen euch um für eure Uhr oder eure Schuhe. Ja? Auch wenn die Schuhe ihnen gar nicht passen. Weil vielleicht verkaufen sie die. Ja? Natürlich nicht für 200 Euro, aber vielleicht für 20. Ja? Ist auch ein Monatsgehalt. Ja? Muss man sich mal überlegen. Ja, und dann, wenn so ein Afrikaner kommt, wie gesagt, könnt ihr euch auch ein paar Videos anschauen, was da unten so abläuft. Machete raus, ja, da kennt er nichts. Da braucht keine Machete, ist egal, ja, irgendwas raus, ne. Da kann es dann schon unter Umständen sinnvoll sein, dass er ein Messer umgehen kann. Da muss man sich dann unter Umständen halt dann nur nicht danach erwischen lassen von den afrikanischen Behörden. Hm? Aber ist jetzt wieder eine andere Schiene, ja. Wenn man halt so unterwegs ist, dass man halt viel Urlaub oder was auch immer
geschäftlich, beruflich in solchen Ländern auch unterwegs ist, man muss mal sowas auch mal bedenken. Ja, ja, also könnte ich jetzt noch ewig weiterreden, ja, wenn ihr mal, wenn ihr befreundete Polizisten habt, dann könnt ihr die ja mal fragen, wie es mit der Kriminalität heutzutage in Deutschland so aussieht, verglichen von vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Es ändert sich und nicht zum Besseren. So viel sei schon mal verraten. Ja. Was war die Statistik? Das weiß übrigens auch kaum einer. Lasst mich jetzt nicht lügen. Ihr könnt ja mal raten, wie viele Gruppenvergewaltigungen gibt es pro Tag in Deutschland? Ja, man kann das mittlerweile auf pro Tag umrechnen. Ich glaube, es sind 2. So ungefähr. Ja? Also es ist auf jeden Fall mehr als eine. Das heißt, es sind über 360 im Jahr Gruppenvergewaltigungen. Da muss man sich schon mal überlegen. Das gab es früher nicht. Und dann ist für eine Frau unter Umständen auch mal angebracht, was zu lernen, wo man ein Messer dabei hat. Weil da geht es dann nicht 1 gegen 1 und irgendeiner labert dich dumm in der Bar an. Na? Da geht es dann um 3 bis 8 Typen gegen eine Frau. Ja, da ist dann jedes Mittel recht, denke ich. Und das nimmt dir dann, glaube ich, auch kein Richter krumm nachhinein. Ja? Und wenn doch, dann muss man wissen, was einem lieber gewesen wäre. Ja? Also, das ist jetzt wieder so ein anderes Extrembeispiel. Ja, die meisten, die hier zuschauen, sind ja Männer. Da ist die Sache mit dem Messer halt schon wieder doof, ne? Weil Gruppenvergewaltigung bei Männern gibt es noch nicht so viele. Außer ich weiß nicht, wo ihr euch rumtreibt. Aber dann würde ich mir vielleicht einen anderen Spielplatz suchen. Ja? Nur so. Okay, dann es ist morgens. Ja? Ich muss ja auch nochmal was anderes Produktives machen. Frühstücken zum Beispiel. Gelogen. Ich frühstücke gar nicht, aber die Jungs stehen gleich auf. Und dann muss ich da sein. Okay. Ja. Im Prinzip, die Lösung für euch ist jetzt nicht das, was ihr erwartet habt, dass ich sage, hier, macht das oder macht das. Sondern denkt mal über das alles nach, was ich euch jetzt erzählt habe. Und dann überlegt euch, wofür wollt ihr denn kämpfen lernen? Ja. Es gibt nicht nur das Kämpfen, sondern heutzutage gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Und wer den Weg finden will, sollte so ungefähr die Richtung kennen zumindest. Ne? Das Ziel vielleicht noch nicht unbedingt. Ihr müsst jetzt nicht gleich sagen, ich will die und die obskure Kunst machen, die nur von einem Großmeister in den Himalayas unterrichtet wird. Und da mache ich mir jetzt auf eine Pilgerfahrt und ihr seht mich in 10 Jahren wieder. Wenn ihr das wisst, super. Erzählt mir in 10 Jahren, wie es war. Vielleicht gehe ich dann auch noch hin. Alt genug bin ich dann ja. Macht's gut. Wir sehen uns morgen. Ciao.